Fluch der Karibik. Nein, ist gar nicht. Cedel, der russische. Aber der klingt so ähnlich, gell? Schon gut. Ganz was Eigenes. Herbert ist schon ein Feinspitz. Und gesponsert hat es wie das ganze Video und das auch Komplettvideo. Florian und Gudrun, Moser, Moden, schaut mal vorbei. Ganz liebe Leute sind das. Jetzt haben wir natürlich wieder in der letzten Lage, gell, beim C-Teil. Ich spiele wieder die Melodie. Ganz ein eigener Rhythmus, wie Fluch der Karibik. So ein verkehrter, dreistimmig kommen wir da. Letzte Lage. Unterlage. Ziehen. Und Moll. Das waren jetzt die Melodie-Seiten gewesen da, gell? Und jetzt brauchen wir da einmal ein E, das ist, war der da, gell, der Bass. Dann ein D, das ist eh wie beim A-Teil auch schon. Und ein C. Gell? Und dann natürlich haben wir so eine kleine Triole drinnen, da müssen wir C, F, B und wieder das E spielen. So, jetzt machen wir einen Bass dazu. 3, 4. Das war jetzt der C-Teil gewesen. Okay. Schaut mal gut euch auch in die musikalischen Grundlagen, was wir gemacht haben. Dann wisst ihr genau, von was ich da rede. Gell. Das ist ja alphabetisch angeordnet da in der Griffschrift. Gell. Von X geht es auf A, auf B, auf C, auf D. Dann gehen wir jetzt unten um. Den habe ich gekoppelt oben. Gell. Das war ja wieder das A. Aber der passt wieder. Das E braucht man eben. Das F braucht man. Gell. Wenn ich da so rede, das singt da gut auskennt. Gutes Gelingen, C-Teil, Fluch der Karibik.